Pfiffe? Erfreut? Ja, war ich eigentlich überrascht, aber finde ich toll. Das ist typisch unser Publikum. So also die Begrüßung für den Mann, der ab der nächsten Serie die Tore für die Bayern schießen wird, in dieser Saison aber Meister mit den Lauterern werden will, Bruno Labbadie. Ausverkauftes Haus heute, auch die Heimspiele gegen Bochum und gegen Gladbach sind bereits ausverkauft. Fußball verrückt in der Pfalz. Tolle Stimmung, schon vor dem Spiel schwappte hier die Welle durchs Stadion, das Wetter stimmte, aber zunächst machte der KSC und nicht die Lauterer das Spiel. Die Chance für Schütterle, Glesius hatte da herrlich den Pass von Scholl passieren lassen, das Ganze noch in der ersten Minute. Dann die Lauter. Kranz gestoppt von Srećko Bogdan, dem Libero, dem jugoslawischen 15 Länderspieler hat er gemacht, 34 Jahre alt ist er, Michael Harford. Und das ist das Riesentalent der Bundesliga, Mehmet Scholl. Und nach 7 Minuten heißt es 1:0 für den KSC. Das dritte Saisontor für den Supertechniker in Reihen der Karlsruhe. Und was für eine kalte Dusche für den Tabellenführer, der auf dem Weg ist, deutscher Fußballmeister 91 zu werden. Kaiserslautern früh also in Zugzwang. Stefan Kunz anfänglich als taktisches Mittel in der Abwehr eingesetzt. Er marschierte nun seine erste Chance, nur knapp nach dem 1:0 im Tor Oliver Kahn. Nach einer guten Viertelstunde dann ein unglücklicher Zweikampf zwischen Stumpf und Harford. Der rutschte da neben den Ricaro-Sitz von Trainer Kalli Feldkamp, wurde behandelt, konnte dann aber zum Glück weiterspielen. Dann wieder Srećko Bogdan, nimmt da Stefan Kunz den Ball ab, der weite Pass auf Mehmet Scholl, der gerade in der ersten Halbzeit ein Riesenspiel machte. Gegen Stumpf, Ehrmann mit Problemen, erst im Nachfassen gegen Bogdan, hier war Musik drin. Ein gutes, ein sehr gutes Spiel bis zu diesem Zeitpunkt und das lag nicht zuletzt am Gast aus Karlsruhe, der im Vergleich zu den letzten Spielen geradezu brilliert. Glesius mit einem weiten Flankenwechsel und das ist Michael Hafer. Wie schon beim 0:1, der Pass diesmal aufschüttelt und aufgepasst. Kranz, ja da muss er den Ball doch eigentlich haben, aber der ist im Netz. Das 2:0 für den Außenseiter, den Tabellenzehnten. Und niemand konnte es so recht glauben. 2:0 für den KSC. Wir schrieben die 24. Minute. Da sehen wir nochmal den Außenrissball von Schütterle und die sehr unglückliche Abwehraktion von Kranz auf der Linie. Der KSC in dieser Saison auf des Gegners Platz noch sieglos. Und dann das hier. Die Riesenmöglichkeit beim Tabellenführer, 2 Punkte zu entführen. Beim Tabellenführer, der in dieser Saison noch überhaupt nicht hier zu Hause verloren. Und dann die Gelegenheit für Scherr und der Ball ist im Netz. Wütende Proteste des KSC, der Anschlusstreffer, das 1:2. Der erste Saisontreffer von Uwe Scherr und auch die Zeitlupe gibt keinen Aufschluss darüber, ob es abseits war beim Zuspiel von Markus Schupp oder nicht. Wie dem auch sei, der Treffer zählt. Nach 29 Minuten steht es nur noch 1:2. Jetzt war der Pokalsieger am Drücker, ein Freistoß durch Katletz. Sehr schön um die Mauer herumgezogen und im Tor seit Wochen in Topform Oliver Kahn, Schlussmann des KSC. Spätestens jetzt wurde aus dem Betzenberg der Blocksberg. Die Roten Teufel, sie waren on Tour. Nur wenige Minuten später. Schupp bleibt zunächst hängen. Goldbeck. Katletz, noch einmal Goldbeck, in der Mitte Hotic, die Riesenchance.
Und was macht er draus? Er braucht sich allerdings nicht zu ärgern, die Jugoslawen, denn Herder, denn er hätte sowieso abseits gepfiffen. Und auch wenn es die Lautrer nicht gern hören, mir gefiel Herder, denn er in der ersten Halbzeit sehr gut. Zu den zweiten 45 Minuten kamen beide Teams unverändert. Die Frage war, ob beide Teams das hohe Tempo der ersten Halbzeit würden halten können. Und das war für mich der erste Fehler von Herrn Dardenne in diesem Spiel, denn nach dieser Attacke von Cutlets gegen Helmut Herrmann hätte es zumindest die gelbe Karte geben müssen. Auf der Gegenseite Freistoß für Kaiserslautern, es ging hier hin und her. Kranz und erneut sicher Oliver Kahn, 56 Minuten absolviert. Das Spiel kampfbetont und nun wurde es auch hart. Ein Beispiel hierfür, der Zweikampf gleich zwischen Mehmet Scholl und Markus Schupp. Da ist er vorbei, der Tritt von Markus Schupp. Er sieht zu Recht dafür die gelbe Karte, Markus Schupp, der ja zu Wattenscheid 09 wechseln wird. Ein Spielerwechsel dann beim Karlsruher SC. Marc Rapp kam für Glesius, orientierte sich ins Mittelfeld. Mehmet Scholl ging jetzt in die Spitze. Aber die Lauter. Guido Hoffmann. Der Pass von Cutlets und dann die Riesengelegenheit nach dem Zuspiel von Labbadia für Demir Hodžić und er findet einmal mehr seinen Meister in Oliver Kahn. Eine tolle Aktion von beiden. Der erste Wechsel dann auch bei Kaiserslautern, dem Tabellenführer. Markus Schupp ging und der Joker Bernhard Winkler, er kam. Dieselbe Minute. Lautern drückte nun wahr die klar überlegene Mannschaft. Markus Scher, der Schütze zum 1:2. Da geht er auf und davon, vorbei an 3-4 KSC-Spielern. Und dann fehlt doch der krönende Abschluss. Wieder nur 60 Sekunden später. Ein Freistoß von Cutlets. Die Abseitsfalle funktioniert nicht. Guido Hoffmann und da ist es passiert. 2:2. In der 73. Minute also doch der Ausgleich für die Lauterer. Der 6. Saisontreffer des ehemaligen Homburgers. Und auch aus dieser Perspektive ist nicht eindeutig zu klären, ob eine Abseitsstellung von Winkler oder von Hoffmann vorlag. Wie dem auch sei, Herr Dennen gab den Treffer also 2:2. Jetzt war Feuer drin und es sollte noch mehr köcheln. Aufgepasst. Harford gegen Hoffmann. Harford in der 50. Minute bereits verwarnt. Und genau an derselben Stelle sah Jorginho vor ein paar Monaten die rote Karte. Auch Harford muss gehen. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an. Ich meine, sehr hart diese Entscheidung. Denn Harford rutscht hier weg. Eigentlich kein Freistoß Kaiserslautern, Miroslav Cutlets die Entfernung, 22, 23 Meter und der passt genau. Riesenjubel am Betzenberg, 3:2, denkste, Schiedsrichter Dardenne gibt diesen Treffer nicht und warum nicht? Achten Sie auf den Mann in Schwarz, er hat die Hand oben, ein indirekter Freistoß, direkt geschossen. Allerdings, wer weiß, ob Kahn da nicht vielleicht doch noch die Finger dran hat. Die Stimmung aufgepeitscht, zumal Lautern alles nach vorne warf, Powerplay spielte, dies eine Gelegenheit für Winkler. Wir sind in den letzten Minuten, es läuft die 90. Minute, noch einmal ein Einwurf von Stefan Kunz. Dann Bjarne Goldbeck,
Die Flanke auf Demir Hotic und erneut Oliver Kahn. Aufregung auf der KSC-Bank. Sie sehen Präsident Schmieder, er schaut auf die Uhr, möchte, dass abgepfiffen wird. Es läuft die 93. Minute und Achtung, liebe Bayern, HSV und Werder, ihr sitzt alle am Fernsehschirm. Dieses passiert. Die Flanke von Hoffmann, der Kopfstoß, ja von wem wohl? Stefan Kunz und es heißt 3:2, unfassbar. Ein erregter Winnie Schäfer, jetzt spielten sich hier Szenen ab, wie man sie kaum beschreiben mag. Winnie Schäfer ging darauf, guckte sich die letzten 2,5 Minuten, die danach noch gespielt wurden, gar nicht mehr an. Es war der 9. Saisontreffer von Stefan Kunz. Es blieb bei diesem 3:2 die Uhren der Liga. Sie werden in dieser Saison in der Pfalz gestellt. Und der Rest der Verfolger, ich sprach sie eben an, der HSV, Werder und Bayern, sie müssen sich nach dieser Zeit richten. Schon beim Ausgleich haben sie sich beschwert. Dann lässt der Schiedsrichter noch ewig lang nachspielen. Ich glaube, sie fühlen sich ein bisschen, ja, sagen wir es ruhig, betrogen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Nachspielzeit, es war mindestens 6-7 Minuten. Es war klar zu viel, sonst hätten wir hier den Punkt geholt. Winfried Schäfer, die letzten Minuten haben Sie gar nicht mehr mitbekommen. Sie sind wutentbrannt vom Platz gegangen. Was heißt letzte Minute? Es waren ja keine letzten Minuten. Ich glaube, wir haben 96 Minuten gespielt, also weit, weit über die Zeit. Und als dann das Spiel entschieden war, ist dann abgepfiffen worden. Zu der roten Karte, Sie waren unmittelbar beteiligt, war die gerechtfertigt? Ja, natürlich, er tritt mich voll um und er hat schon, glaube ich, die gelbe Karte gehabt. Da gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit für den Schiedsrichter, dann die zweite gelbe zu ziehen, was auch nächste Saison möglich ist. Dafür hat der Schiedsrichter dann aber euch noch 5 Minuten Nachspielzeit geschenkt. Ja, ich meine, die Karlsruher haben ja nur auf Zeit gespielt. Schon bis 0-0 stand, da haben die ja schon auf Zeit gespielt. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Schiedsrichter nachspielen lässt. Ich meine, sie haben auch die Möglichkeit, sie haben 2-0 hier geführt und wenn sie da nicht gewinnen, ja mein Gott. Große Dramatik in Kaiserslautern. Sie haben